heute wollte ich euch mal das Regal zeigen, welches ich euch schon in einem Video erwähnt habe, was bei uns im Schlafzimmer stehen soll, was ich schon vor Jahren mal in so einem zweite Wahl Möbelladen gekauft habe. Und das hat nur 15 Euro oder so gekostet und ich wollte es immer restaurieren. Und seitdem steht es hier in der Garage leider. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie das gelitten hat. Da schaut euch das mal an. Ich meine, das ist jetzt auch noch bedingt durch den Umzug. Steht hier vom Wasserbett noch diese Xe und so. Das kommt alles auf den, wie heißt das, Sperrmüll. Genau, haben wir schon angemeldet, aber das werde ich jetzt mal so freiräumen hier, das Regal. So sieht das jetzt aus. Das ist richtig, richtig, ja, schäbig. Hier ist alles dreckig. Und ich hatte mir mal überlegt, das abzuschleifen und das dann so einfach nur einzuölen. Hier könnte man ja neue Griffe dran machen. Sowas gibt es ja alles. Die kann ich hier abmachen. Da diese Kappen abmachen. Ja. Hinten sieht es auch fürchterlich aus. Ja. Ich bin gespannt. Ja, Spaß ist auch ein wichtiger Faktor dabei, ne? Was bitte? Spaß ist auch wichtig dabei. Mhm, aber es ist doch voll laut. Was meinst du, die Nachbarn, leiden die nicht auch darunter? Aber es ist ja nach 15 Uhr und wir machen das ja nicht den ganzen Tag. Ja. Also, die Oberseite ist jetzt schon mal hier. Soweit grob abgeschliffen. Hier muss ich dann gleich mit der Hand machen, weil in die Ecke kommt das nicht. Diese beiden Schleifgeräte, die ich hier habe. Und jetzt habe ich es mal umgedreht und mache hier weiter. Und die Schubladen habe ich erstmal jetzt hier zur Seite gestellt. Die kommen dann später dran. Vorne ist jetzt auch schon mal so weit abgeschliffen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass hier der Rand noch dunkel ist. Da kommt man so schlecht dran. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Und jetzt wollte ich gerade anfangen mit den Schubladen. Jetzt rief der Bernd an, ich soll zum Haus kommen und mir so Farben aussuchen für am Kamin. Das mache ich jetzt mal eben. So, ich wünsche euch allen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns oder von mir, eher gesagt. Es ist heute der letzte Tag unserer Quarantäne und eine Woche vor unserem Umzug. Nächste Woche um diese Zeit wird hier das größte Chaos ever sein, glaube ich. Obwohl bei uns immer schon chaotisch ist, aber so ein Umzug ist ja dann doch nochmal, wenn dann das Umzugsunternehmen kommt. Die kommen morgens ab halb acht, glaube ich. Genau. Und ihr wisst ja, ich habe schon in den letzten Wochen immer wieder so Kisten gepackt und es kann schon mal rüber, was wir nicht mehr brauchen. Und jetzt ist schon so viel drüben, dass man so mittlerweile schon ab und zu denkt, oh, das ist jetzt schon am Haus. Oh Mist, das hätte ich jetzt noch gebrauchen können oder so. Und ja, das ist, also dieses ganze Chaos und hin und her. Ich bin froh, wenn alles wieder so seinen Platz hat und alles ordentlich ist und ja, natürlich auch das Haus, das ist alles neu renoviert und richtig schön und ich freue mich unendlich darauf, da drin wohnen zu dürfen. Ja, nochmal bezüglich der Quarantäne. Es hat sich bei uns ja zum Glück nichts ergeben. Also Alvino musste ja täglich zweimal Fieber messen und alles haben wir auch gemacht, aber Gott sei Dank ist es alles in Ordnung. Keiner hat irgendwelche Anzeichen. Das ist ja schon mal beruhigend. Man hätte auch einen Corona-Test machen können, die haben sich bei uns gemeldet. Allerdings war das jetzt zwei Tage bevor die Quarantäne zu Ende ist. Und habe ich gesagt, jetzt brauchen wir auch keinen Test mehr, weil wenn das irgendwas wäre, dann
hätte man es ja schon gemerkt, weil die Inkubationszeit ja schon war, also überschritten ist quasi. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Wir haben gestern den ganzen Tag im Haus gerödelt und renoviert und so und machen alles. Und ich bin einfach schon so überfordert, nicht überfordert, aber ne, ich finde es schon einfach anstrengend zu sein im Moment. Einfach nur so, wenn ich euch erzähle, dann merke ich schon, dass mir die Luft wegbleibt ab und zu. Also so kurzatmig heißt das, glaube ich, ne, in der Schwangerschaft. Ja, kurzatmig bin ich. Ich bin extrem müde und also es kam in meiner ersten Schwangerschaft gar nicht so vor. Es mag sein, weil es halt 10 Jahre her ist, ne? Man wird ja nicht jünger. Und ja, also es war halt komplett das Gegenteil. In der ersten Schwangerschaft war ich halt einfach schwanger, aber ich habe alles einfach gemacht. Es hat mich überhaupt nicht gestört. Und jetzt ist mir der Bauch im Weg, wenn ich mich bücke oder wenn ich die Treppen steige. Ich finde das enorm anstrengend, Treppen zu steigen oder Sachen zu schleppen. Also ja, unglaublich. Wenn ich mich nachts umdrehen will, dann werde ich wach und bin dann wach. Weil einfach nur, weil ich mich umdrehen wollte, weil das so anstrengend war. Ich bin total der Jammerlappen in dieser Schwangerschaft. Unglaublich. Wenn ich aufwache, wenn ich morgens aufstehe, dann tun mir die Füße weh, als ob ich einen Marathon gelaufen bin, aber bin ich gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also sehr eigenartig. Also jetzt weiß ich, was alle meinen. Jede Schwangerschaft ist anders. Also es ist wirklich komplett anders. Und was jetzt auch noch ist, jetzt sind wir seit dem Wochenende, zählen wir zum Risikogebiet. Und ihr wisst ja, dass ich so voll die Probleme habe mit dem Mundschutz, ne? Dass ich so, ich habe ja sowieso diese Atemnot. So, und wenn ich dann den Mundschutz davor habe, dann ist es noch schlimmer. Und ja, jetzt ist hier halt in der Fußgängerzone, muss man Mundschutz tragen, halt an öffentlichen Plätzen, wo man den Abstand nicht einhalten kann und so. Ja, da muss ich jetzt, ich habe mir sowas rausgesucht, das wollte ich mir bestellen. So einen Mundschutz. Allerdings weiß ich nicht, wie lange man den noch benutzen darf. Dann habe ich diesen Schwangerschaftsschnupfen oder wie das heißt. Ich muss halt oft niesen, meine Nase ist zu. Da sitzt ein Huf hinter das Sofa. So, jedenfalls ist das so ein Mund- und Nasenschutz. Und da, glaube ich, kann man wesentlich besser atmen. Da gibt es in verschiedenen Farben diesen Bügel da. Und das wird auch hinter den Ohren festgemacht. Für die, die Interesse haben, ich werde euch das mal verlinken. Ach, ich muss mal eben dem Smurfy seinen Huf wiedergeben. Na, wo war ich stehen geblieben? Ach, hier bei dem Mundschutz. Also das gibt es in verschiedenen Farben, diesen Bügel. In braun, in beige, in pink, in allen möglichen Farben. Und ich hoffe, dass ich damit besser Luft bekomme. Vor allem, wenn jetzt halt dieses Risikogebiet ist und immer mehr, ja, man immer mehr den Mundschutz tragen muss, anstatt weniger. Also, das ist echt unerträglich. Ich gehe absolut gar nicht mehr gerne einkaufen oder durch die Stadt oder weiß ich nicht. Ich finde es schrecklich und deswegen werde ich mir das bestellen und ausprobieren und hoffe, dass ich damit überall hingehen darf. Ja, ich mache Haushalt. Ich habe gerade nochmal das Bett abgezogen und jetzt ist das Bettzeug in der Waschmaschine. Ein letztes Mal hier in dieser Wohnung. Und das ist so, ich weiß gar nicht, warum ich so weinerlich bin und so jammerlich. Mir geht es eigentlich voll gut, ne? Das sind, weiß ich auch nicht, die Hormone oder so. Ich freue mich so. Nächste Woche ist der Umzug und dann ist in ein paar Wochen ist alles fertig. Darauf freue ich mich. Und heute ist auch der letzte Homeschooling-Tag wegen der Quarantäne. Die ist ja jetzt vorbei. Also heute letzter Tag. Deswegen haben wir heute nochmal Homeschooling. Und dann ab morgen ist auch wieder, also kann Calvino auch wieder raus. Der hat das echt super gemeistert. Ich meine, heutzutage, ne, welches Kind ist nicht gerne die ganze Zeit zu Hause und kann ja, Fernsehen gucken und sowas alles. Ich weiß gar nicht, was wir früher gemacht hätten, als wir noch nicht
sage ich jetzt mal, Handy und Playstation und sowas hatten. Ja gut, wir haben jetzt noch einen Garten hier. Das ist ja auch super. Was machen die, die keinen Garten haben? Also wir sind täglich auch rausgegangen an die frische Luft, ein bisschen laufen im Garten und so. Deswegen ging das alles, ne? Wir sind gerade hier bei den Hausaufgaben, also Calvino, und hier liegen voll viele Schnellhefter rum. Und da hatte ich die Idee, ich probiere einfach mal so ein Face Shield erstmal aus, bevor ich mir das kaufe. Ich habe mir dann das abgeschnitten. Und jetzt könnte ich ja theoretisch hier ein Band reinmachen und das so festmachen, ne? Und dann habe ich aber das so gehalten nur und merke, dass man dadurch auch, also klar kann man dadurch nicht atmen, weil es Plastik ist, aber ich dachte, wenn das hier frei ist, dass man dann besser atmen kann, aber es hilft nicht. Calvino hat das auch ausprobiert und der sagt auch, das ist ja noch schlimmer als Mundschutz. Also bräuchten wir so ein Ding. Voll beengt, wenn man das ja, bräuchten wir so ein Ding gar nicht holen. Und das ist ja dann auch noch so, das Ding, was ich gesehen habe. Das ist ja noch schlimmer. Das ist einfach ätzend. Ich weiß nicht, ich will gar nicht durch die Stadt laufen, wenn ich nur Mundschutz tragen muss. Ich auch nicht. Da wird ja der Onlinehandel noch mehr boomen. Weil viele so denken. Mhm. Naja, jedenfalls, das brauchen wir nicht machen, das brauchen wir nicht bestellen. Ich werde es auch nicht unten verlinken. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 200 Taler ein, alles doof. So, ich gehe jetzt in die Küche. Ich fange jetzt an, die Umzugskartons weiter zu packen, hier in der Küche. Wir haben ja schon seit Wochen Zeitung gesammelt und damit ich die ganzen Gläser hier schön einpacken kann, dann ist es heute hier diese Schublade dran und erstmal die ganzen Sachen, die schon leer sind. Die wollte ich schon mal wegpacken, dann kann ich den Schrank sauber machen wieder. Und dann habe ich auch noch gefunden, also da wird bestimmt noch mehr kommen. Hier Kürbiskerne. Ich glaube, die sind schon ewig und 3 Tage abgelaufen. Hier 2019 sind die schon abgelaufen. Aber die sind ja nicht schlecht. Die röste ich jetzt hier an. Und dann können wir die noch in eine Schale stellen und dann nebenbei immer knabbern. Und so mache ich das jetzt auch mit den anderen Sachen, die hier sind. Ja, die sind abgelaufen. Alles, was jetzt halt so weg muss oder was man wirklich nicht benutzt, sowas wie das hier. Seitanbasis hatten wir mal ausprobiert, das entsorge ich dann jetzt auch. Guck mal, das ist 18 abgelaufen. Ja, das kommt dann jetzt weg. Ich habe die ganzen Griffe, mache ich jetzt ab und ich sammle die hier, weil ich glaube, die kann man sauber machen. Irgendwie, wenn ihr da Tipps habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich die Griffe wieder sauber bekomme. Und dann geht's weiter mit dem Schleifen. So sieht das jetzt aus. Die Ränder haben wir hier so dunkel gelassen. Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Das passt super zu unserem Familienbett. So. Boah, voll viel Verkehr hier. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Training in Anführungsstriche. Schleppleine und unseren Futterdummy. Smurfy, komm, lauf, lauf. Und ja, dann zeige ich euch mal, was ich so mit ihm mache, so ein bisschen. Ich variiere das immer ein bisschen. Nur ein paar Ideen, falls ihr euren Hund beschäftigen möchtet. Heftig, wie der Bauch groß ist. Als Tipp, ups, kann ich euch geben, dass der Hund alle seine Geschäfte vorher macht. Also bei Smurfy ist das so, dann ist er wesentlich konzentrierter, als wenn der noch sein Plätzchen suchen muss. Er weiß jetzt schon, dass ich Leckerchen dabei habe. Also das ist so ein Futterdummy von Rudelkönig. Der sieht jetzt schon ein bisschen mitgenommen aus. Smurfy, hier, komm, sitz, warte, so ist fein. Nur eben erklären, warte. Jedenfalls kann man hier den Reißverschluss aufmachen. Ich
zeige euch das. So, ich habe da jetzt Gouda drin. Ganz kleine Stücke. Und die hat er sehr gerne. Super. Okay, lauf. Und wenn er dann mal nicht aufpasst, jetzt läuft er gerade schönartig hier neben mir, dann ist eine Übung, dass ich diesen Futterdummy in die Seite schmeiße, so in den Weg hinein. Jetzt ist er da hinten drin. Ach, Etty, was machst du denn da? So, jetzt hatte der sich da natürlich mit der Leine verfangen im Baum. Oh, ging nicht vor, ging nicht zurück. Und jetzt von vorne. So, jetzt habe ich hier den Futterbeutel. Und zack, schmeiß den da nur so grob rein. Smurfy, hier! Da, such! Such! Ach, jetzt hat er natürlich sofort gefunden. Ja, super, bring ihn fein! Super! Fein! Oh, super Vorführeffekt, ne? Das war ja nicht viel Arbeit. Und dann gibt es immer einen zur Belohnung. Super. Okay, lauf. So, das nächste, was ich gerne mache. Also ich mache das jetzt nicht nur einmal mit diesem versteckten Dummy, ne? Auch manchmal schwieriger. Verschiedene Sachen mache ich halt, dass ich hier Leckerchen verteile und er muss sie dann suchen. Aber erstmal muss er dann warten. Wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr, wie seine Nase richtig arbeitet. Ah, toll. Ja, komm. So, das ist nämlich ein Nasenarbeitstier, der Beagle. Der liebt Sachen suchen, Leckerchen suchen. Also nicht nur die Leckerchen an sich, auch diesen Futter damit zu suchen. Das ist so richtig Kopfbeschäftigung für ihn. Und da ist er immer gerne dabei. Murphy zurück. Jetzt ist er da mit der Leine um den Baum rum und er kann das. Super! Fein! Ja, fein! Gibt es dafür auch ein Lecker? Okay. Haben wir immer mit ihm geübt. Also Bernd hat das hauptsächlich mit ihm geübt, dieses Zurück. Und irgendwann hat es geklappt. So, jetzt. Mal gucken, wenn er abgelenkt ist. Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Jetzt ist er gleich abgelenkt. Nämlich mal hier so aufhängen. Gucken, was dann passiert. Smurfy? Hier! Besser spät als nie. Such!
Zurück. Super. Super. Fein. Klasse. Hast du toll gemacht. Ja, fein. Warte. Super machst du das. Was alles für Leckerchen, ne? Ja, fein. Okay, lauf. Komm. Ja, jetzt kommt da gleich noch eine große Wiese und da mache ich immer noch so ein bisschen Unterordnung mit ihm. Oder wie auch immer ich das nennen soll. Also ist jetzt nicht so streng. Das ist ja mehr so zum Spaß und Beschäftigung für mich. Der muss jetzt auch nicht aufs Wort hören. Es ist halt einfach, der lastet seine Nase und seinen Kopf ein bisschen aus. Es macht ihm Spaß, es macht mir Spaß und er ist mir gegenüber wesentlich aufmerksamer beim Spazierengehen durch dieses Training, weil wenn ich ihn halt rufe, dann meint er, es passiert jetzt was Spannendes und ja, deswegen machen wir das. Wir brauchen jetzt keinen Hund, der hier 1A hört und das macht ein Beagle auch sehr selten. Smurfy, komm hier! Hier! Und meistens kommt er auch sofort. Das ist halt so wie gerade. Mal eben ein Leckerchen hier rausholen. Da hört er halt nicht sofort, aber für unsere Ansprüche ist es völlig in Ordnung. So, jetzt mache ich Päuschen wieder. Immer sitzen. Kann man dir gar nicht widerstehen, ne? Nee, du kriegst jetzt nichts mehr. Jetzt geh schnüffeln. Alleine. Mutti muss sich ausruhen. Wenn du bellst, schon mal gar nicht. Lauf, Smurfy. So, jetzt sitze ich hier nämlich auf diesem wunderschönen Baum. Und kann ein bisschen chillen. Und alle beobachten mich, warum ich mit meinem Handy rede. Jetzt sitze ich hier und genieße gerade total den Ausblick. Wie schön das aussieht, ne? So alte Bäume. Richtig schön. So, jetzt liegen wir hier. Er und ich. Ich bin jetzt einfach nur nach Hause gegangen vom Spazierengehen, um mich jetzt hier hinzulegen. Ich musste noch unser Bett beziehen. Das hatte ich ja heute Morgen abgezogen und gewaschen. Ich habe nämlich auf einmal wieder so wie Übungswehen gekriegt, so ein Ziehen im Bauch. Mann, ey, das ist halt so doof. Dabei finde ich, habe ich heute gar nicht so viel gemacht, aber ich glaube, ich habe da irgendwie eine falsche Relation zu. Ich habe viel gemacht oder ich habe wenig gemacht.
Was habe ich heute alles gemacht? Halt das Bett abgezogen, neu, also Wäsche gewaschen, bezogen, Spülmaschine, Küche aufräumen. Ich habe die Küche abgewaschen, also die Fronten von außen und oben auf der Küche, das habe ich gemacht. Dann habe ich eine Kiste für den Umzug gepackt, die habe ich aber nicht gehoben. Die ganze Wohnung staubgesaugt. Dann habe ich den Schrank zu Ende abgeschliffen. Was habe ich noch gemacht? Dann war ich mit dem Hund spazieren. Es war ja halt auch nur ein Spaziergang. Ich war jetzt nicht joggen oder so. Also Hausarbeit halt einfach, ne? Also nicht mal was Umzugsrelevantes. Ich wollte halt die Küche von oben auch abwischen und so, damit das, wenn die die abbauen, einigermaßen sauber ist oben drauf. Ach ja, ich weiß auch nicht, ich bin müde. Wie spät haben wir denn? 16 Uhr gleich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, habe ich zu viel gemacht oder nicht? Ich habe mir auch immer zwischendurch hingesetzt, habe Päuschen gemacht. Weiß ich nicht. Beim Homeschooling saß ich ja auch viel, als Calvino hier seine Aufgaben gemacht hat. Keine Ahnung. Naja, ich werde das Video jetzt auf jeden Fall beenden hier. Und das ist jetzt der letzte Quarantäne-Vlog. Nächste Video machen wir bestimmt irgendwas Spannendes oder so. Mal gucken. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.